Meine Arbeit ist die bardische Visionsarbeit, ne? Am Lager in der WG, ne? Hier in Konstanz als letzter Hippie, als letzter Rentner-Hippie in der Studenten-WG an der Uni Konstanz. Ja. Und jetzt sieht ihr mich, wie das alles angefangen hat. Da sitze ich an dem Geländer, am Bodensee, 1981, ganz frisch aus dem Osten. Ganz frisch aus dem Osten gekommen. Als ich einfach hier kam, na, als Emigrant, und hier werde das alles erfahren, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Spannung, Erotik, Romantik, Abenteuer, Reisen, Berge, Seen, Schluchten, Fälle, alles Mögliche dabei. Und dann habe ich an der Uni studiert, ne, hier in Konstanz. Aber jetzt machen wir von Anfang an. Ich habe nämlich Literaturwissenschaft studiert, ne? Sprachwissenschaft. Und einmal hat der Professor, wie wieder, der eine, der Junge, der hat gesagt, wie war das sein Name? Der hat einen Büchnerpreis gewonnen für Literatur. Jetzt ist er schon leider gestorben. Ich werde mich erinnern, ich werde den Namen nachgeben hier. Der hat gesagt, wir machen ein Seminar Ende der Literatur. Das war schon 83, 84 so ungefähr. Im letzten Jahrtausend, meine Damen und Herren. Wir, unsere Generation, hat das Privileg zu sprechen, dass im letzten Jahrtausend haben wir das schon gemacht. Dann hat er gesagt, Ende der Literatur bedeutet, dass die alte Art, in der sich Europäer quasi selbst Klarheit gemacht haben über sich selbst, wer sie eigentlich sind und was sie machen sollten, geschah früher meistens für die Intellektuellen mit einem dicken Buch, gingen sie in die Einsamkeit und haben sie lange, lange gelesen, lange, lange nachgedacht. Und dann haben sie gewusst, ja, wer sie sind und was sie machen wollen und so weiter. Und was für Karriere, was für Religion, was für Philosophie sie vertreten wollen, weil sie sich überzeugt haben in dem langen Lesen, in der Einsamkeit, in dem inneren Gespräch mit dem Partner, ne, dem Schriftsteller, was eigentlich los ist. Ja? Und dieses, hat er damals gesagt, schon so Mitte der 90er, 80er Jahre, scheint einfach langsam vorbei zu sein. Ne? Weil die mediale Revolution hat er sich schon angebahnt und diese Information Overkill war schon also da, teilweise. Und junge Leute haben oft gespürt, also das bringt mir nichts. Ich muss lieber eine Fahrradtour machen und ein Bier trinken danach. Dann fühle ich mich ganz und weiß, wer ich bin, diese langsame Art, ja, eine Woche ein Buch zu lesen, ja, darüber zu diskutieren, das bringt es nicht. Und deswegen hat der Ende der Literatur Seminar hieß es. Seit der Renaissance, ne, als in der alten Zeit, nicht wahr? Vor der Renaissance waren Bücher eigentlich handgeschrieben, waren sehr selten. Ne? Und nur die erlesen wenigen haben Bücher gehabt überhaupt, sie gelesen und nur noch wenige haben sie geschrieben. Ja? Dann mit der Erfindung der Buchpresse, so im 16. Jahrhundert und so, und Verbreitung der Bücher hat sich das langsam verbreitet, bis dann in der bürgerlichen Zeit, nicht wahr? Wo viele Leute natürlich auch Muse und Zeit hatten, besonders Frauen, ich war, Romane zu lesen, dann im 18. und 19. Jahrhundert, ist es explodiert, na, sich zu suchen in der Lektüre eines Buches. Das gipfelt dann in der Aufklärung und dann in der Romantik und dann geht es langsam und heute also hat er gemeint, und dann müssen wir neue Medien suchen. Medium is the message, ne? Marshall McLuhan, ne? Also den habe ich mich tief darüber nachgedacht, was ist eigentlich die mögliche neue mediale Form, gehört zu werden und sich selbst klar zu machen, ne? Wer man eigentlich ist und was man alles
was das Leben soll. Ne? Dann habe ich viele philosophische Bücher gelesen. Und das ist aber langsam, und das ist alles Prosa, und das ist aber ernsthaft. Das gibt etwas, es gibt sogenanntes Close Reading. Das heißt, dass man also dasselbe Buch 20 Jahre liest und jedes Wort versucht zu sehen, wie eine Art räumliche, bildliche Gestalt, weil die Worte sind ja ursprünglich aus ganz einfachen, bildhaften Beschreibungen der Wirklichkeit entstanden. Auch die abstrakten Worte, so Wirklichkeit zum Beispiel, ist etwas, was wirkt, ja. Und so, wenn man sich in die Worte dann schön auseinander. Aber das ist jetzt mal für die wenigen. Und dann habe ich auch gefunden, dass diese melodramatische Art, ja, das eigentlich Erzählen ohne Plan, mit Unterstützung der Seitenvibration an dem Kopf im Liegen. Eigentlich sehr angenehm ist für mich, weil mir dabei Bilder erscheinen, die ich dann beschreibe. Ich muss nicht einfach sich hinsetzen auf zur Schreibmaschine oder heute zum PC und, oder zum Papier und dann sage ich, jetzt schreibe ich was. Und jetzt fange ich an zu schreiben und jetzt stilisiere ich mich als Schriftsteller und es geht langsam und so. Und das Hacken in die Tastatur macht auch so einfach. Da geht alle diese weiche morphogenetische Art der Felder, des Fließen und des sympathischen Fantasierens und sich mitteilen. Und das, was ich nenne, auch das Lesen. Und das Schauern in der Akasha-Chronik meiner Vergangenheit, wo angeblich, also nicht nur angeblich, oder auch manche Philosophen vertreten die Zeit-Raum-Auffassung, dass die Gegenwart einfach voll ist von der Vergangenheit, dass alles aufbewahrt ist, was je geschah, besonders das, was einem geschah, weil das in seiner Erinnerung lebendig ist und diese Erinnerung ist nicht irgendwo da in der Vergangenheit hinter ihm, sondern sie ist natürlich präsent in der Gegenwart der Seele, ne? Als Potenzial, und das kann man sich als einen riesen Raum vorstellen, der sich zeitlos erstreckt in dem Gegenwartsaugenblick. Also die ganze Vergangenheit ist wirksam in dem Gegenwartsaugenblick, ja, als Software. Ja. Und wenn man sich da einfach die Flügel der Fantasie und der Anamnesis, also der platonischen Rückerinnerung, öffnet, dann sieht man dann eine ganze Vergangenheit in Bildern, ja, und hat das noch, hat eine schöne Führung, weil das Ähnliche inspiriert, das Ähnliche zieht das Ähnliche an, ne? Und die Bilder weiten sich aus, weil der innere Seelenraum, ja, hat überhaupt kein Ende, ja, das ist keine Kreuzung, keine Ampel und keine Mauer, wo steht Ende, ne? Und wo du jetzt stehen und du, es geht immer weiter. Du. Das hat mich immer fasziniert. Auch eine Romanwelt, ja, wenn Sie lesen einen Roman, ja, dann das ist zwar ist ja auch im Buchdeckel erste Seite und dann ist Schluss, da ist die Rezension auf der Rückseite. Aber wenn Sie da reinsteigen, ja, und es sich vorstellen, ja, dann sind keine Grenzen gesetzt. Diese Romanwelt, ja, auch das, was dort nicht beschrieben ist, ne, wenn da steht, also der Adler fliegt mit seinen mächtigen Flügeln über den dicken Bergen im Südkreta, ja, okay, das ist ein Satz, ja, kann so anfangen, ja, aber was ist da nicht gesagt? Vieles ist nicht gesagt. Welche Tageszeit ist, wurde nicht gesagt, vorläufig, ne, welcher Winkel soll der Beobachter des Adlers einnehmen? Ist er unten unter den Felsen oder ist er neben ihm als ein anderer Adler oder ist er über ihn? Und was ist hinter den Bergen? Ja. Und so weiter. Das alles muss man nachfüllen. Und das ist diese fließende
Übergangsart der Fantasiewelt oder der Erinnerungswelt, die es gibt, wenn man sich da in der Ekstase der Schöpfung taucht. Ne? Und das habe ich mir gedacht, könnte eine neue Form der Kunst, ne? Der Mitteilung, der Literatur, in gewissem Sinne der melodramatischen Art des Vortragens, des inspirierten Vortragens. Ende der Literatur. Und Homer, ah, jetzt geht er Prípecky. In meiner Muttersprache, in Tschechisch heißt das so diese Sequenz, diese audio-bardische Visions, akashische sozusagen Wiedergabe, Konglomerat, Naplnípecky. Das ist ein Idiom und es bedeutet voller Dampf, unter vollem Dampf, ja, ohne Rücksicht, drauf los. Also, ihr seht das Bild, da sitzt der Pavlos, ne? Roter T-Shirt, Jeans, so, klassisch IT's, ne? Da haben wir Halstücher getragen, ne? 1981, 82 waren die Post-Hippie Halstücher mit aus Baumwolle aus Indien, die waren drin, ne? Sitzt auf dem Gelände am magischen Horn in Konstanz, ja, an der Spitze des Freibades Horn, ja, mit offenen Meere, ja, offene Horizonte bis nach Bregenz, zum Rhein, zu der Rheinmündung da zwischen Schweiz und Österreich. Und das war also sozusagen Schicksalsbild, ja, schon damals, denn es sollte sich zeigen, dass diese See, diese Bodensee mit diesem Blick in den Osten, ja, mit dieser wunderschönen, durch das ganze Jahr verteilten Farbenvariationen des Meeres, der Wolken, der Sonne, der Wellen und so, dass es bestimmend sein wird für meine seelische Tiefe. Wir wissen, dass das Wesen der Seele als morphogenetisches Feld aufgefasst die Ferne ist. Das Schauen in die Ferne ist der kosmogonische Eros. Ja, also alles, was wir in der Ferne sehen, ist mit einem Schleier des Mythos, des Zaubers, der Sehnsucht, der Fantasie umhüllt, ne? Typisch, ne? Wenn man aus am Bodenseeufer steht und schaut die verschneiten Berge da in Allgäu, ne? Den Witterstein und den hohen Ifern, oder dann weiter noch die Silver Plana oder den Sentis hier, rechts, ne, dann in der Schweiz, dann hat man eine ungeheure tiefe Sehnsucht nach Eldorado. There is Eldorado and there we must go. In einem Poe, in einem Gedicht, ne, und Edgar Allan Poe, I think, there ist El Dorado and there I must go. Klar, die Ferne verzaubert alles, ne? Und die Seele dehnt sich aus, das morphogenetische Feld der Seele dehnt sich aus, weiter, weiter, weiter. Also gehen wir mal los, ja? Bis nach Prag, der 80er, ja? Weil die räumliche Ferne ist vom Wesen, metaphysisch gesehen, gleich oder sehr ähnlich der zeitlichen Ferne. Also sitze ich auf dem Geländer, als ich kam, 1981 aus dem Flüchtlingslager, da kommen wir alles langsam dazu, und auf dem Bild seht ihr noch in der Mitte Pavlos als Jüngling, als dionysischer Jüngling, Jeans und einem Baumwollhemd, wieder eine indische Sache, Mode des Sommers 1900, sagen wir,
80 in Prag noch, kurz vor der Emigration, ne? Mit seiner schönen, süßen Dana, die war also, ja, das kommt alles dazu noch, ne? Skilehrerin und MTA-Laborantin und eine, sagen wir mal, Hippie, noch Post-Hippie, ABBA-Sängerin, ähnliches, schöne Dame eigentlich, ja. Mit festem Beruf, ne? Du und schönem Zuhause. Und Pavlos war der verrückte Dichter, Abenteurer, Skilehrer, Sportler, Magier. Du, mit dem sie sozusagen schon 2 Jahre ungefähr die Abenteuerreisen gemacht hat. Und Miete gezahlt hat, selbstverständlich. Wie es dann immer das Schicksal meiner schönen Frauen war in der Zukunft. Weil das volle Abenteuer, Vollzeitabenteuer und Vollzeitstudium der geheimnisvollen Wissenschaften wie Literatur, Geschichte, Philosophie, Kunst, Linguistik, ja, und später dann elementare Magie. Überhaupt keine Zeit übrig lässt für die stabile Arbeitszeit. Ne? Lalalala, was noch geht, ist Trainings, also regelmäßige Trainings, Sporttrainings, das gehört auch noch dazu. Aber Arbeiten regelmäßig war immer ein großes Problem für mich, weil mich immer die magische Stimme gerufen hat zu dem vollen Erleben. Ja? Dann muss ich wirklich dankbar sein, dass ich mit Deutschland als ein Kulturland, das Land der Denker und Dichter, noch ermöglicht hatte, so eine Randexistenz eines Barden, eines Künstlers, Sportlers und dann später Therapeuten, ne? Als Physiotherapeut, mit freiberuflicher quasi Berufung, denn ich habe ja immer die ganze Zeit hier maximal so 4, höchstens 5 Monate im Jahr gearbeitet, ne? Um dann auf die großen Abenteuerreise gegangen. Okay, also da ist die Dana und ich von der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, wo ich studiert habe damals. Deutsch und Englisch. Ne? Übersetzen, Dolmetschen war an der Philosophischen Fakultät. Das hat mich dann ermöglicht, eine glänzende Karriere zu machen, als ich nach Konstanz kam. Jetzt die Frage, wie machen wir das? Machen wir das also linear oder machen wir das patchwork-mäßig? Müssen wir das linear, da haben die Leute schon Nase voll, ne? Immer zu lesen, was war und was dann war und was dann war. Ja, das ist ja vielleicht die alte Zeit, ja, die Linearität ist vorbei. Oh, jetzt alles gleichzeitig. Oh, lalalala. Okay, also wir beschreiben das Bild und die Assoziationen, die uns dieses Bild gibt, die beschreiben wir. Ich habe nämlich an der Karls-Universität in Prag studiert. Linguistik in gewissem Sinne, aber praktische Linguistik. Übersetzen und Dolmetschen. Aber ich war in dem Labor persönlich anwesend von Roman Jakobson. In Konstanz in den 80er Jahren war die sogenannte Rezeptionsästhetik im Kurs, Wolfgang Iser, ne, und Jaus, ne, die Begründer, die berühmteste, man könnte sagen, wenn man also ein bisschen patriotisch ist, bodenseemäßig, das die berühmteste und tiefste Literaturtheorie des 20. Jahrhunderts war. Ja. Konstanzer Rezeptionsästhetik, die auch einen dreifachen Fuß hatte, einen dreifachen metaphysischen Fuß, eine Säule, eine Stütze und eine davon war Strukturalismus. Ja, Strukturalismus. Weil es war immerhin auch die Zeit der Dekonstruktion, ja, die 80er Jahre. Das heißt, man ist, wie ich schon angedeutet habe in der Einführung, an das Ende gekommen, mindestens die 7 Leute, die das verstanden haben, ja, dass irgendwie alles am Ende ist schon. Ja. Alles wurde schon probiert. Und die 80er Jahre waren praktisch die Crème de la Crème, ja, die Kirsche auf der geistig-seelischen, kreativen Torte des klassischen Deutschlands. Ja. Nachher geht alles bergab.
Nachher ist nur noch der Gender und Emanzipation und was weiß ich, ja. Langsame Anpassung an die Einflüsse aus der dekadenten anglosächsischen Kultur. Die anglosächsische Kultur, schon von Nietzsche erkannt und von allen vielen deutschen Idealisten und Metaphysikern, hat etwas Grobes, etwas Plumpes, etwas Pragmatisches, ja, etwas Oberflächliches. Ja. Wenn die deutsche Kultur für eine gewisse Zeit, einfach in der Zeit der Romantik und des deutschen Idealismus, tatsächlich die tiefsten Schluchten der menschlichen Seele erprobt hatte. Und das gipfelte dann in den 80er Jahren an der Uni Konstanz, wo die gewagte These aufgestellt wurde von Professor Iser, dessen Vorträge ich begeistert gelauscht habe, die ist die Existenz, die wahre Existenz von Kunstwerken eigentlich nur in dem flüchtigen Augenblick der Rezeption quasi ihren Ort hat, ja, ihren metaphysischen Ort. Dort geschieht es wirklich, dass das Kunstwerk in gewissem Sinne wirkt. Wir sagen nicht existiert, sondern wirkt. Ne? In dem Moment, wo ich ein Buch lese und in dieser Romanwelt mich bewege und sehe die eigenen Bilder und die eigenen Gefühle und die eigenen Assoziationen, egal ob sie irgendwie angemessen sind oder nicht angemessen sind, an das, was der Autor beabsichtigte, ja, oder was der Zeitgeist verlangt, na, diese flüchtige, phänomenal wirksame Moment des Stromes, der Bilder und Gefühle und Gedanken in der Seele des Lesenden ist sozusagen die wirkliche Form, wirkliche Art, wirklicher Modus, in dem das Kunstwerk existiert. Ja. Und das gilt auch für Betrachtung von Malereien, Bildern, Statuen. Das gilt für das Hören der Musik. Ja. Es ist also nicht die materielle Substanz, ja. Genauso wie ich da mit diesem schönen Mädchen stehe. Ja. Mit Dana, mit der schönen Fee aus dem Osten, wenn ich sie jetzt mal materialistisch betrachten will, für 120 Knochen und 600 Muskeln und Magen, Darm, Kotz, innere Haare und Nägel, und jetzt werde ich das alles nach Abhidhamma, ja, die ich dann später hier am Bodensee kennenlernen sollte, also nach der vedantistischen und buddhistischen quasi Metaphysik verteilen sollte auf ihre Substanz, ja, auf ihre materielle Substanz, wie viel Kilogramm Muskeln, wie viel Kilogramm Fleisch, ja, und Knochen und die Darm und Blutkreislauf und das, das wäre sozusagen nicht die Wirkung, ne, dieses Kunstwerkes, ja. Wenn man eine Frau liebt, dann macht man sie einfach in seiner Seele zu dieser Fee seines Lebens. Und die Wirkung ist natürlich in der Seele des Liebenden, ne? Nicht das stoffliche Material. Ja? Das ist natürlich auch die schwierigste Frage der Erotik, dann ist die Verbindung diese Fernschau, ja, nicht wahr? Wir sehen die schöne Frau am Horizont, nicht wahr? Wie sie am Ufer vom See geht, die kommen hin, aus der Ferne gegen das Licht, unsere Fantasie arbeitet und sieht diese Fee. Oh, wir kommen näher und sie telefoniert. Was für eine Katastrophe, ja? Oh, sie hat keine Zeit, Schluss mit der Fee. Also sie sieht die Ferne, die hat uns ermöglicht, unser Traum zu sehen, die Wirklichkeit, die Nähe hat die Realität enthüllt. Und jetzt könnte ein Pragmatiker sagen, ja, wir müssen in der Realität leben, wir müssen da einfach sparen und in die Arbeit gehen und kaufen, verkaufen und da. Und ja, und dann was, ne? Und nach 30 Jahren ist das einfach wirklich fertig, ja. Wenn die Fantasie stirbt, also wenn die Fantasie ausläuft, wenn man nicht mehr
Visionen hat, wenn man nicht mehr die Ferne begeistert anschaut und sich unmögliche Pläne spinnt, ja, dann ist das Leben des Menschen, des kreativen Menschen vorbei. Ja, und das ist jetzt mal noch nur noch die räumliche Nähe, wenn man zu der Dame seine Träume kommt und merkt, sie ist also einfach ganz gewöhnliche Studentin und telefoniert noch, ja, womöglich mit einem anderen Knaben oder Burschen oder Hämmern oder. Und dann ist das der Dämpfer für die Erotik. Und dann jetzt, wenn das nicht der Fall ist und wir knüpfen einen Kontakt an, ne? Und gehen mit ihr auf und ab am See, wie ich ja mit zahllosen Frauen hier am Bodensee praktiziert hatte, ja, weil die Promenaden wurden ja zu diesem Zwecke hier gebaut, dass man sich begegnet. Bis heute, bis zu meinem Rentenalter, gilt dieses Ansprechen von schönen Frauen zu einem Test meiner Jugend, dass ich das elegant absolviert, dass die nicht erschrecken, dass die sogar faszinierend lauschen. Zu dem Behufe trage ich mit mir im Rucksack eine kleine Galerie von meinen Kunstwerken, Fotografien und digitalen Fantasien zu meinen Vorträgen, die ihr bewundern könnt. Und wenn es mir gelingt, mindestens einmal in der Woche, ja, dann gebe ich mir eine 1 in der praktischen Erotik. Ja. Praktische Erotik ist überhaupt nicht Sexualität. Ja. Wir wollen nicht nie in den Sinn kommen, irgendwelche sexuelle Kontakte anzuknüpfen. Und sogar mit den Frauen, mit denen ich in die Ferne zu Atlantis gefahren war, ja, bis zu den Ufern von Hellas, ja, in Wohnmobilen und so weiter, oder in ihren Sportautos, in den langen Zeiten des Abenteuers, würde mir nie anfallen, in der Öffentlichkeit die zu berühren. Ja? Maximal Händchen halten an der Promenade, wenn wir irgendwo in Italien gehen oder so zum Eis, in die Eisdiele. Aber das ist das Höchste, weil die private Berührung, das gehört wirklich in so eine verschanzte und hinter 7 Siegeln und Türen geschlossene Landschaft der Seele, dass da kein gewöhnlicher Mensch einfach Zugang haben soll. Ja? In der Öffentlichkeit sich zu küssen oder so, kommt nicht in Frage für einen Dichter, ja? Weil da stürzen Universen zusammen. Aber zurück zu unserer Geschichte. Da seht ihr also, ich mit dieser Dana, Daniela, ne? Ich war Artemis, ne? die römische Daniela war die griechische Artemis, Diana, ne? Mit der ich auch dann dieses Abenteuer der Emigration anfing. Ne? Was sehen wir noch? Hier sehen Sie links über meiner Schulter eine Reiterstatue, einen mächtigen Ritter. Das ist der Jan Žižka. Jan Žižka ist der Hussitenanführer, der in den Jahren, sagen wir, 1420 bis 33, sagen wir, 1433, 5-mal die Kreuzritterarmeen geschlagen hat, ne? Schlau, mit Hilfe von Bauern und Handwerkern und des kleinen Adels Böhmens, ne? Wenn wir also die protestantischen, war noch nicht Protestanten, aber die nach dem Prager Fenstersturz, ne? Es gibt mehrere Fensterstürze, ne? Das war der 1400 etwas, ne? Als die vor den Hussitenkriegen, ne? Johannes Huss hier war in Konstanz, mein Landsmann, ja, hier unweit von meinem Bardenlager im Konzil, in einem waghalsigen ersten politischen Prozess, ja, einfach in Europa. 1414 zum Tode verurteilt als Ketzer. Auch noch in Münster fand diese Verhör statt, war in Gottlieben dann gefangen gehalten und dann hinter den Stadtmauern als Ketzer verbrannt.
Das löste dann eine Empörung in böhmischen Ländern. Und Jan Žižka, der Jesid, hat ein großes Denkmal bei uns in Prag. Der war ein militärischer Führer, genial, und hat fünfmal die Kreuzherren geschlagen, die professionelle Invasionsarmee, die aufständischen Bauern und Handwerker und tschechische Adligen niedermetzen wollte. Ja? Und das ist ihm nicht gelungen, weil der Žižka hat ja eine bewegte Burg erfunden. Er hat die Bauernwagen beschlagen lassen mit dicken Holzbrettern und darauf standen hoch die Bauern und hatten ihre Bauernwerkzeuge und die Wagen waren ja mobil und sie konnten sehr schnell eine Mauer bauen und als die Ritter in Rüstung angegriffen haben, zu Pferd, dann hatte sie keine Chance gegen diese um 3-4 Meter herstehenden oder 2 Meter vielleicht Bauern, die mit ihren langen Lanzen und zu Schlaginstrumenten umgebauten Baueninstrumenten sie schlagen konnten. Okay, das ist Jan Žižka, das ist ja praktisch auch so eine archetypale Figur für mich, weil ich selber Krieger war. Genau. Wir kommen zu der Geschichte. Bilder sind erklärt. Was sehen wir da noch? Rechts, dann bin ich noch mit Rucksack. Das ist noch der alte Rucksack, mit dem ich in die Emigration kam. So eine Art Trager gestellt aus den 80ern. Da bin ich schon in Szentis-Region. Okay. Und dann noch meine Mutterstadt, die goldene Stadt Prag. Ja. Am Horizont, ne? Mit der Pragerburg, ne? mit dem Fluss Moldau und der Karlsbrücke. Das ist also die Szene. Da überall, das ist ein zentrales Kern von der alten Stadt Prag, also die Burg. Dann geht man von der Burg nach unten, da wart ihr alle sicher. Alle Deutschen waren mal mindestens einmal in Prag. Ich habe als Reiseleiter gearbeitet vor der Emigration. Da geht man also aus dem Bus aussteigen oben und geht durch die Burg, ne, durch die drei Höfe der Burg. Ne. Dann runter in Neruda-Straße, wo diese kleinen Läden sind, ne? Heute vollkommen also kommerzialisiert. Dann kommt man zu der Karlsbrücke, geht über die Moldau auf der alten Karlsbrücke, alles vom Karl IV. Gebaut, ne? Der Begründer der Karls-Universität, wo ich studiert habe, 1348, nicht wahr, die Karls-Universität gegründet, ne? Da war Johannes Hus, der hier verbrannt wurde, war Rektor. Also er war nicht nur ein Ketzer, ne? Nicht wahr? Vorher war er, so geht es mit den Menschen. Erst sind sie top und dann werden sie zu Ketzer erklärt. Und in Facebook wird gelöscht. Sie werden als Konspiratoren abgetan heute. Aber das ist eine andere Geschichte. Johannes Hus war also Rektor, Philosoph, und auch Priester und predigte die ähnlich das, was Luther 100 Jahre nach ihm gemacht hat, dass ihm klar wurde, dass man nicht nur reden soll, sondern nach dem Heiligen Wort auch leben. Ja? Und als Luther erkannte, er kann dieses Theaterspiel nicht mehr mitmachen, was aus Rom kommt, ne? Dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht anders, fertig, ich mache das, ich sehe das anders und eigentlich bin ich ein Hussite, ja, als er gefragt wurde, wo er seine Ideen nimmt. Das war 100 Jahre nach Johannes Hus. Ne? Und da in diesen alten, schönen Stadtkern, Karlsbrücke, die Karls-Universität ist ja gleich hinter der Brücke, das alte Clementinum. Das neue Gebäude ist ja ein bisschen dann weiter Strom abwärts, ja, auf dem rechten Ufer, Philosophische Fakultät der Karls-Universität. Dann über die Karlsbrücke auf die andere Seite,
Okay, und dann hoch die Hänge von dem, auf dem linken Ufer gibt es so eine Parkanlage, die sich schnell erhebt über dem Fluss. Da war früher das riesige, was weiß ich, vielleicht 50 Meter hohe Denkmal von Josef Vissarionowitsch Stalin. Und da war dann auf der linken Seite oben alte, sagen wir, kubistische Architektur, so ein Herrenhausteil der Stadt, wo ich gewohnt habe, ne? In einem kubistischen Haus eigentlich, im dritten Stockwerk mit dem Balkon, mit Blick auf die Burg. Ja. Und dann über einen Park bin ich zum Gymnasium gegangen. Das war eine riesige Parkanlage, wo auch dann die auf der Straße, die dazu angelehnt war, da hat die Militärparade immer am 9. Mai stattgefunden. Ne? Und auf der anderen Seite von dieser Fläche war dann mein Gymnasium. Und da bin ich zur Schule gegangen. Ja. Jetzt sind wir also im Bild. Ne? Was führte also zu der Emigration? Ne? Der sich dann in dieser Hochburg der deutschen Gelehrsamkeit plus der Bodenseelandschaft gekommen war. Und eigentlich ein paradiesischer Ort, ja, eine Ecke in Europa, in der sich die Schönheit der Natur mit der Tiefe des Geistes, ja, vermählt hat, ja, also mindestens in den 80ern noch. Die Landschaft ist schön geblieben für immer. Wie oft bin ich gestanden an der Fähre mit dem Ausspruch: Adieu, liebe Bodensee, adieu, mein lieber Tempel. Weil ich habe ja Hohenlohe als Tempel gehabt meines Lebens. Besonders als ich Buddhist geworden war, dann saß ich da also 4 Stunden am Tag in tiefster Nirvikalpa Samadhi Versenkung. Ja? Das heißt, in einer konzeptlosen, schwebenden Gegenwart, na, der Sinne. Gedichte geschrieben über diesen Ort. Alle die schönen Frauen habe ich dort getroffen, die mein Leben dann bestimmt hatten, eine Zeit lang. Ne? Okay. Und wie oft bin ich also dann in den 90ern und Anfang des neuen Jahrtausends, als die Wende im Osten kam, da gestanden an der Fähre und habe mich verabschiedet, gesagt, nun, das ist der letzte Blick, nun fange ich neues Leben in meiner Heimat an. Und nach ein paar Wochen im Osten kam wieder die tiefe Sehnsucht nach dem Sonnenaufgang hier am Freibad Horn, was ja eigentlich eine der festesten, dauerhaftesten Stützen meiner Seele ist. Ja. Okay. Das Bild haben wir geschrieben. Und jetzt kam es zu diesen interessanten, sagen wir, patchworkartigen Verknotungen von politischen, wirtschaftlichen und metaphysischen Strömungen, die mich dann zu der Immigration gezwungen haben. Wie war das? Ich habe an der Uni studiert in Prag, und zwar Literatur und Linguistik, zusammen mit diesem Fach Dolmetschen übersetzen, und ich hatte die Absicht, weil ich Science Fiction liebte, wollte ich eine Magisterarbeit schreiben über einen amerikanischen Autor, Kurt Vonnegut, ne, der eigentlich deutsche Vorfahren hat, und über seine Romane Cat's Cradle and Slaughterhouse-Five. Ne? Das sind wieder starke Beziehungen zu Deutschland. Slaughterhouse-Five, ne, ist ein Name, der Schlachthof Nummer 5, ne, war ein Schlachthof in Dresden am Ende des Zweiten Weltkrieges, wo Dresden dann eine freie Stadt war, ohne Militär, wo sich die Verletzten und die Lazarette waren und zivile Bevölkerung, und versorgt wurde es natürlich mit allem Möglichen, und auch gab es da einen Schlachthof, der unterirdisch
gekühlt war. Und bei dem berühmten Angriff an Dresden am Ende des Zweiten Weltkrieges durch amerikanische und britische Bomber war Kurt Vonnegut als amerikanischer Kriegsgefangener in dem Keller beschäftigt. Ne? Und er ging runter zum Arbeiten und dann kam das Donnern, dann kamen die Bomben, da ging er natürlich nicht nach oben, logischerweise. Erst wenn das alles vorbei war, kam er raus und sah diese, eine Mondlandschaft, ja, dass die Stadt verschwunden ist. Die Temperaturen in Dresden in der Stadtmitte erreichten 1800 Grad. Ja. Das war so Firebombing, wie heißt das? Ne? Das waren Phosphorbomben. Das war eine Absicht, totale Hülle auf Erden zu erzeugen, weil niemand hat es berechnet, dass auf jeden Bewohner praktisch zwei Bomben abgeworfen worden sind. Du, 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 du. Katastrophe, brutale. Und Kurt Vonnegut schreibt dann in diesem Slaughterhouse 5 ein Roman über seine seelischen, diesen seelischen Schock, den es ihm vorbereitet hat, dass eine wunderschöne Stadt, ja, war Dresden, aber architektonisch eine klassische deutsche alte Stadt und die Menschen waren ja natürlich Zivilisten meistens, ne, oder Kriegslazarett, ja, und oder Kriegsgefangene und plötzlich kommt man raus und das ist alles weg, ne? Das hat ihn so erschüttert, dass er nur im Modus oder im Genre von Science Fiction darauf antworten konnte, also in so einer Art Mythos. Ne? Und Cat's Cradle ist dann auch so eine moderne Kritik, ironische und satirische Kritik der Religion, des Fanatismus und er findet da praktisch so eine Art Kunstreligion, der Bokonismus. Na, okay, in jedem Fall. Darüber habe ich geschrieben an der Uni und wohnte mit dieser schönen Dana in ihrem Dachzimmer am Fluss des Ufers. Ihr Vater war Pilot, der Militär- und Zivilpilot, ja, bei der tschechischen Airlines. Ja. Und war viel unterwegs, die ganze Welt gesehen, aber damals war das noch einfach, das Fliegen war noch ein richtiges Abenteuer. Ne? Da flog man nach Afrika für eine Woche, ein Flug, ne? Und dann hatte man eine Woche Aufenthalt und dann hat man Kanu genommen und paddelte durch Dschungel und dann flog man wieder zurück nach Prag. Ne? Schöne Zeit. Ne? Und dann hat er sich ein schönes Haus gebaut und hatte zwei Töchter. Und die eine Tochter Dana, die ihr seht auf dem Bild, war so eine schöne Frau und eine gebildete Frau, arbeitete als Laborantin im Forschungsinstitut, ne? In Prag, ne? Akademie der Wissenschaften. Die haben irgendwie geheimnisvolle Forschung gemacht, ja, und so. Und sie war auch Skilehrerin. Und da kommen wir zu dem, wie ich ihr begegnet war. Weil ich war natürlich Sportler, 100%. Ne? Ich war der junge D'Artagnan. Ne? Ich war seit meinem 10. Lebensjahr Mitglied in dem Leistungssportzentrum Olympia, Stützpunkt Prag für Fechten. Ja? Ich war auch dann in Deutschland, immer in Taube-Bischofsheim. Hab Matthias Berg gekannt, hab hier sogar vor, glaube ich, das muss so 5 oder 6 Jahre her sein, habe ich Matthias Bär in Taube-Bischofsheim wieder kennengelernt, als ich dort als Physiotherapeut gearbeitet habe und habe ihn behandelt. Ne? Habe mich erinnert an die alte Zeit, ne? An die alten Fechter, die wir alle gekannt haben. Deutsche waren also super in den 80er Jahren. Weltbeste, ja. Und ich war damals natürlich in der Pubertät, hatte ich keine Ahnung. Seit meinem 10. Lebensjahr war ich da, ne? Und da haben wir. Meine Vorbilder waren also D'Artagnan, Porthos, Aramis, Athos, ne? Und dann Ochotent, Winnetou, ja. Winnetou, unglaublich, ja. Stellt man sich vor, man ist 13 Jahre alt und 14 Jahre alt und
voller Romantik und Sehnsucht. Und jetzt kommt dieser wunderschöne Old Shatterhand und Winnetou. In Prag gab es eine Börse, ja? Das heißt, junge Leute haben sich getroffen und haben Fotos von dem Film getauscht, ne? Und verkauft. Ja? Ah, und das hat dann fließend sich gemischt mit den Schallplatten aus dem Westen, mit den später mit den Bands like Bee Gees, Beatles und dann noch später Uriah Heep, Black Sabbath und Deep Purple und die Rockbands, ne? Und Old Shatterhand Winnetou, das war fließender Übergang von den schönen Filmen. Und die habe ich ja 13, 14, 15 Mal gesehen. Ja, das war, gab es kein Fernsehen, wir hatten kein Fernsehen zu Hause. Keine Handy, kein Nick, kein Notebooks. Man ging einmal in der Woche ins Kino, ja. Und das war immer, es gab in Prag so ungefähr 120 Kinos, ne? Es gab die Filme gab es in der Stadtmitte und dann langsam wanderte sich in die Außenbezirke. Also dann nach ein paar Jahren war Winnetou nur in den Außenbezirken. Dann bin ich mit der Straßenbahn gefahren und freute mich nach dem Training, habe den ganzen Tag gefochten und Fußball gespielt mit den Jungs. Und dann ab zum Winnetou, ne? Da war ich so wunderbar. Okay. Also meine edle Natur, zum Beispiel Erotik und Liebe, ja, das alles war auf dem Vorbild von Winnetou und Ribana, ne? Und Old Shatterhand und Choche, ne? Die sind meine archetypalen Mann-Frau-Beziehungen. Da bin ich Karl May sehr dankbar und den Regisseuren der deutschen Filme, die das in Jugoslawien gedreht hatten, bei den Plitzkis gesehen, ne? die das so zart und so heroisch und so romantisch dargestellt hatten. Ja? Dass man, das der Schatz am Silbersee, da ist auch wieder eine Liebesgeschichte. Und die schöne Natur dazu. Und da muss ich echt sagen, rückblickend, dass die sind die archetypalen Erlebnisse gewesen. Ja? Von Natur, Heroismus, Reisen und Erotik und Liebe, die mein ganzes Leben dann bis heute, bis zu dem Rentenalter in der WG bestimmt hatten, weil ich hatte überhaupt keine Zeit, alt zu werden. Geschweige keine Zeit, irgendwie Karriere zu machen. Ne? Weil es gab immer noch Sport und Abenteuer und schöne Frauen und so weiter. Man dachte, okay, da sind wir also in Prag am Ende der 70er, ne? Da bin ich schon älter, ne? Da bin ich schon auf dem Gymnasium, jetzt kennen wir noch ein bisschen fern zurück. 68 kamen die russischen Panzer, ja. Da hatte ich keine Ahnung, was passiert, ne? Und war auf dem Gymnasium. Und 73 war Abitur, ja. Also diese Zeit war auch absolut super. Da war ich nämlich voll im Training. Jeden Tag Vollzeittraining, ja, die Partei hatte diesen Programm, den sozialistischen Übermenschen zu züchten, ja, den Heroen, den sozialistischen Helden, und wir wurden enorme Ressourcen da drauf geworfen und die Besten von Besten waren ausgesucht, richtig, ja, und dann zusammengetan in diesen olympischen Stützpunkten und da wurden wir trainiert. Na, uns war es vollkommen egal, ich sage euch, Kinder, Jugendliche, in allen Kulturen, zu allen Zeiten, von der Kindheit bis, sagen wir, zu dem 20. Lebensjahr, würde ich sagen, die sollten das angeborene Recht haben auf Abenteuer und Spaß und Sport und Liebe und Reisen, ohne jegliche Rücksicht auf die politische Verfassung des Staates. Ja? Weil Jugend ist das größte Gut der menschlichen Gattung, ja, was wollen wir machen? Ich habe manchmal das Verdacht, ja, mit Nietzsche gesprochen, diese ganze Erziehung, ja, und diese ganze Pflege und diese ganze Sorge um die Jugend eigentlich Umwertung der lebensbehrenden Werte bedeutet, ne? Dass wir das wieder mal mit Nietzsches Auge sehen sollten, dass sich dahinter eine Art Neid bis sagen wir, Hass der Alten gegenüber den Jungen versteckt, ja, nicht immer, ja, aber oft oder unbewusst, ja,
Was soll das, wenn die Alten den Jungen sagen wollen, wie sie leben sollten? Ja? Es gibt Weise, Erfahrene, die, wenn sie weise und erfahren sind und sympathisch, dass sie die Jungen selbst anziehen. Das ist was anderes. Wenn die Jungen die Alten aufsuchen und mit ihnen gehen wollen und mit ihnen Abenteuer erleben wollen und ihren bardischen Erzählungen zum Beispiel, wie das beim Homer war, ne? In der alten Antike, ne? Da saßen die Barden irgendwo in dem Olivenhain, im Heiligen Hain, da wurde das Feuer gezündet und die haben also erzählt, was ihr visionäres Auge sah oder was überliefert wurde aus der alten heldischen Zeiten. Und die Jungen haben einfach faszinierend gelauscht. Das ist keine Pflichtveranstaltung gewesen. Und da haben die Barden auch nicht gesagt, so und so solltet ihr leben, das solltet ihr machen. Ne? Nein, die haben nur Bilder in die Ohren der Jünglinge und der Mädchen geschickt. Ne? Und die waren davon so fasziniert, dass sie das auch machen wollten. Ne? Das ist was anderes. Als Beispiel gibt. Genauso war für mich Old Shatterhand und Winnetou. Die war auch noch durch das Kunstmedium des Filmes in der Ferne schon sowieso. Die waren aus Licht gewoben tatsächlich. Als archetypale Engel, archetypale Heroen auf der Leinwand projiziert aus Licht, aus Dunkelheit. Ne? Und ich saß da wie ein betäubter Jüngling, mit Eis in der Hand, schleckend, Initiation, ne? Heilige eloysische Mysterien erlebt und aus dem Kino bin ich gegangen als wirklich Verwandelter. Du! Was später dann nochmal geschah, in erwachsenem Alter, aus anderen Gründen mit dieser Serie vom Herr der Ringe. Na, dann du, 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 du. Aber dann damals war das Winnetou, Old Shatterhand, dann D'Artagnan, dann noch Scaramouche, ne? Die Fechtfilme, Jean Barré, ne? Wenn er den Scaramouche gespielt hat, Jean Barré, ja, war ein Profifechter, ein französischer Sportfechter, der dann Schauspieler geworden ist. Und wenn der gefochten hat, oh, das war Eleganz, meine Damen und Herren. Wenn er den Schurken dann in der entscheidenden Szene an das Fenster drückt und den dann in den Hades schickt mit einem eleganten Quartett und D'accord und dann zack, durch das Fenster fliegt der Schurke aus dem Schloss. Ne? Und dann noch waren die Girls auf dem Gymnasium, auf der Grundschule. Ja? Wahnsinn. Also, das war, also wie gesagt, uns war es vollkommen egal, was die Politik war. In den 70ern, in den 60ern in der Tschechoslowakei, ja. Da haben wir uns überhaupt drum nicht gekümmert. Und das war so eine Blase der Zeit, wo die Erwachsenen auch natürlich so viel zu tun hatten mit sich selbst, dass sie, also ich weiß nicht, wie das war, also für uns mindestens, für die Leistungssport-Elite war quasi eine Regenbogenzeit, weil uns wurde alles geschenkt, alles gegeben und private Trainerstunden und auch Nachsicht auf dem Gymnasium, weil wir haben ja immer trainiert. Ne? Also zu Hause habe ich nie gelernt. Ja? Ich habe immer vorsichtig, also laut, konzentriert, gelauscht. In der Schule saß immer in der ersten Bank, ne? An der Tafel, weil ich wusste, was ich jetzt nicht in der Schule lerne, lerne ich nie, weil ich kann überhaupt nicht abends oder was Hausaufgaben musste ich nicht machen. Ne? Und die Lehrer haben mich gemocht dafür. Ne? Ich weiß nicht. Ne? Die Lehrer, die hatten auch eine super, wie Sloterdijk sagt, Peter Sloterdijk, ne? In seinen Sphären und so und in seiner Auffassung post-nietzscheanischer, es gibt keine lineare Entwicklung nach vorne, dass immer alles besser wird und so weiter. Ne? Es gibt einfach Blasen, wie ich das nennen würde, zufällige, durch verschiedene Faktoren bewirkte, günstige Augenblicke oder günstige, sagen wir, Jahre auf verschiedenen geografischen Orten auf diesem Erdball, ja, in denen zu leben,
ist das Glück, ne, des Schicksals, ne, und Privileg der Götter, würde ich sagen. Ne. Und so eine Zeit waren die 60er und 70er in Prag oder in der Tschechoslowakei. So eine Zeit waren aber auch die 80er in Deutschland. Ne. Bevor dann alles ein bisschen schief ging. Ne. Und in den 60er und 70er. Ne. Prag, ja, war super, weil es war still, es war schön. Man konnte endlos wandern in diesen alten gotischen und Barockpalästen und Innenhöfe der Altstadt, ja, aber wirklich noch aus den modrigen Durchgängen und den tiefen Schluchten bis ins Mittelalter da. Treppen und so, da atmete einfach Geschichte, ja, wirklich kondensiert, ne? Und die Barockpaläste mit den enormen hohen Decken, genauso wie die Bauern in der Barockzeit, ne, am Sonntag in die Kirche kamen, das war für die absolute Beweis, dass es den Himmel gibt, ja, aber es gab kein Kino, kein Handy, nichts, die einzigen Bilder, die sie gesehen waren, waren die Kirchmalereien, ne? Und wenn da eine riesige Wölbung ist, da in einer Barockkirche, wo sich das öffnet, in den Himmel, ja, in den Fresken, ja, 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 ja. Auch wir heute sensible Menschen sind total erstaunt, ne? Und mit Ehrfurcht und dazu noch Musik, Orgelmusik kommt, dann fällt man auf die Knie. Ja. Wir sind auch gefallen. In Prag dann in den 70ern, ne? Wenn Jesus Christ Superstar, ja, super. Rockopera, ne? Wenn es in der Kirche gespielt wurde von progressiven Priestern, ja, die jungen Menschen anziehen wollten, oh, wir gingen alle in die Knie. Ja. Wir wollten also wieder für das, sagen wir, für Jesus und für Johannes Hus und für Wahrheit und Schönheit an die Knie fallen. Ne? Und wenn man dabei noch eine süße, schöne Pamela bei sich hatte, so eine, ja, wie die idealen Frauen der Hippie-Zeit waren, also lange, schlanke Beine, lange Haare, zartlich, Minirock und Stiefel, ja, und da kniet man und ist man ja so 17 Jahre alt und kniet man in der Kirche, da ist man so Romeo, Julia, 100%! No, dann beschleunigte sich das. Ja. Auf dem Gymnasium hatte ich diese Susanne als Freundin, die schönste. Ich hatte schon auch die schönsten Freundinnen gehabt, auch schon in der Grundschule, muss ich sagen. Mit 13 ungefähr hat es angefangen. Kannte ich die schönsten Frauen. Ich weiß nicht, das sind so. Wenn ich das zurückblicke, waren die alle gleich, ne? Also ähnlich, ne? Von dem ähnlichen Artemis-Typus. Ne? Schlanke, sportliche, kluge Frauen, ne? Selbstständige mehr oder weniger, die mich begünstigt hatten, weil mit mir einfach immer Spaß war. Ich hatte immer gute Laune, weil physiologisch gesehen, wenn man jeden Tag 3, 4, 5, 6 Stunden trainiert, ne? Und gute Musik hört, dann wird man immer in einem Rausch der Freude, der Lust und der Kraft. Ne? Genauso wie wenn man eine Fahrradtour macht, ne? Oder so weit irgendwo nach Griechenland oder so, und dann ist nicht völlig so, dass man einfach nur Etappen macht, sondern dass man überall anhält und die Bauernhöfe besucht und wenn so war, das eine schöne Möglichkeit gibt, mit jemandem zu quatschen, dann quatscht man oder spielt Musik, nimmt Musikinstrumente mit, dann gerät man in so einen, das ist der archetypale, you know, wie der Joseph Campbell schreibt, ne? The Journey of the Hero. Ne? Das ist, was Homer angefangen hat, ne? Ich war Paris und Helene. Wenn da die Helene nicht gäbe, ne? Scheiße, ganze Trojanische Krieg umsonst, ne? Paris, nicht wahr? Wird angesprochen von drei, nach dem Mythos, nicht wahr? Drei Göttinnen. Das sind drei Frauentypen, ne? Hera, Aphrodite und Artemis, ne?
Und er wählt die Fragen, welche ist die schönste, ne? Und er wählt die Artemis, er wählt die Aphrodite, ja. Aber ich vermute, dass die Aphrodite dann als Lob, als Dankeschön ihm Kontakt vermittelt mit der schönsten Frau, das ist die Helene aus Sparta, ne? Damals verheiratet mit Agamemnon, ne? In dem Film ist es ja gut dargestellt, ne? Troja, ne? Aber ihr war als Göttin klar, dass, um das neu anzufangen, um eine echte neue Liebe aufflammen zu lassen, ne? Muss ein Abenteuer dabei sein. Es muss eine Reise dabei sein, weil das empfehle ich also jedem, ja? Der eine tiefe neue Beziehung anfängt. Abhauen, abhauen, abhauen. Packen Rucksäcke. Wenn ihr Auto habt, dann noch Auto dazu. Wenn ihr keine Auto, dann Fahrräder oder nur Rucksäcke im Zug und je nach ihr finanzieller Lage. Aber grundsätzlich weg auf eine lange Reise, wenn ihr beide sicher seid, ihr gehört zueinander. Weil die alte Welt klammert euch fest und alle diese Routinen, die werden euch hindern, dran, etwas Neues und Tiefes zu erleben. Ich bin immer abgehauen mit den Freunden. Am Anfang war das in den Park mindestens, ne? Dann für das Wochenende irgendwo mit Zelt und Rucksack, dann später mit dem Zug nach Bulgarien, das konnten wir, ne? Oder nach Rumänien zum Dracula, ne? Die riesigen, also wenn man mit Dana zum Beispiel, die ihr seht auf dem Bild, ne? Da sind wir abgehauen, schopp, aus der Dachzimmerwohnung, dieser Rucksack auf den Rücken runter mit dem Bus Nummer 121 zum Prager Hauptbahnhof, dann in den Zug nach Brasov, Rumänien, über Nacht, ne? Und aussteigen und in die Berge dann weiter nach Fagaraj zum Dracula und dann hoch in die Berge. Ich habe immer gesagt, Dana, wir kaufen die Wanderkarte erst danach, wenn wir über die Berge gehen. Das war immer der Trend. Eine Woche oder zwei Wochen über die Berge gehen mit Rucksack und Zelt und Essen für eine Woche. Und dann unten wieder gucken, wo wir angekommen sind. Aha, da waren wir. Ah, das war super. Und dann mit dem Zug weiter zum Schwarzen Meer nach Konstanza. Ja, da war schon wieder Archetypal vorgedeutet, dass wir in Konstanz am Bodensee landen, weil die andere Konstanz ist ja die Hafenstadt, rumänische Hafenstadt am Schwarzen Meer. Ne? Und dann hoch in den Bergen, da war noch Mittelalter in den 70ern. Ja, da standen zwei Meter große Kerle mit einem Meter großen Hunden, mit dicken Pelzmänteln. Und haben uns den Weg versperrt, ne? Und man musste Gebühren zahlen, um weiterzugehen in Form von Zigaretten, die musste man da mitnehmen, ne? Also das meine ich, ja. Später waren dann hier vom Bodensee waren die Reisen dann immer weiter geworden, ja, mit der Uschi und mit der zarten 80er Fähe aus Konstanz, dann mit dem Alfa Romeo Cabrio bis nach Spanien, Frankreich und wir sind die tiefsten abgelegenen Täler der Schweiz im Winter und so weiter, aber immer weg, ja. Weil in der Ferne, wir wissen schon das Mysterium der Ferne, Ferne ist Eros, ne? Immer neue Szene, immer neue Horizonte. So Horizont rückt immer weiter fern, ja. Wir haben die Sehnsucht, da sehen wir zum Beispiel die Ätna, ja, aus dem Ufer in Kalabrien erhebt sich das mächtige Berg. Ne? Das war dann mit der zarten Erzengelin Michaela. Ja? Und dann hat man die Sehnsucht, das Berg erscheint auf dem Horizont, erhebt sich wie auf den alten Gravierungen von Jules Verne Romane. Ja. Die Jules Verne Romane bildeten auch meine Seele
in der Jugend, neben Old, vor Old Shatterhand und Winnetou. Und darin gab es Jules Verne-Romane. Aber die alten, ja, die richtig noch illustrierten mit den Stichereien, mit den Gravierungen. Und so ähnlich habe ich gesehen, erhebt sich die Ätna aus den Nebeln und dann fährt man hin. Dann schläft man auf der Ätna im Wohnmobil, ja. Oh, und dann schaut man rund und sieht wiederum dann weiter zu Syrakus, die ferne Spitze von Sizilien. Ja. Und da zieht es einen, also buchstäblich der Horizont entfernt sich immer weiter. Ja. Und das ist das Geheimnis des Eros. Ne. Und die zwei, ja, die unterwegs sind, ne, die werden dadurch inniger zueinander gezogen, weil sie zusammen in der Ferne sich, ja, sich helfen müssen einfach, ja. Okay, Prag, 80er, also Ende 70er, das waren die Komponenten, jetzt seid ihr schon ein bisschen im Bilde, auf dem Gymnasium hat es angefangen, und dann hatte, warum kam es eigentlich zu der Emigration, ne? Wenn das alles so schön war? Ja? Fragen die Leute, haben sie mich auch gefragt hier? Ja? Ja, hab gesagt, ja, also einerseits der Bodensee ist super, aber dann gab es auch politische Gründe, die Polis, ne? Die Gemeinschaft. Ne? Also politische Gründe, wenn man sagt politische Gründe, was soll das? Man muss tief jedes Wort hinterfragen. Ja? Politeia, Polis, ist die Gemeinschaft. Ja. Es hat mich also nicht die Landschaft gezogen, Prag zu verlassen, weil dann habe ich noch auch in den Riesengebirgen gelebt. Ja. Als mir klar wurde langsam mit 20 oder so, dass ich nicht D'Artagnan bleiben kann, ja, dass ich nicht nur fechten kann, dann hatte ich eine Krise gehabt. Dann bin ich vom Unistudium, habe ich mich beurlauben lassen. Als mir klar wurde, dass das Leben nicht so einfach nur Fechten und Deep Purple und Black Sabbath und Rockmusik wie auf dem Gymnasium. Ne? Auf dem Gymnasium hatte ich ja Deutsch gehabt und schon hatte ich auch Abendschule besucht, Englisch gelernt und 6-mal in der Woche Training, also ich war voll ausgelastet. Und dann noch die süße Susanne, die Pamela. Wie ich sagte, saß ich immer in der ersten Bank und habe immer gesagt, Leute, seid still, ich muss was lernen, ich habe keine Zeit. Und die Lehrer, die haben mich also gelobt. Weil ich habe selbst für Ruhe gesorgt, in der, nicht während der Pause, da haben wir gekämpft und mit den Jungs haben wir Schlägereien oder was auch immer, oder Späße gemacht. Ich wurde respektiert, weil ich ja Krieger war. Ja. Und die schönen Frauen, die haben es kapiert irgendwie, dass wenn sie bei mir sitzen, wir saßen immer zu zweit, ne? Zwei gemischte Klassen, Jungs und Mädels. Und schon seit dem 13. Lebensjahr saß ich immer bis zum Abitur mit der schönsten Frau immer. Die waren drei oder so hintereinander. In der ersten Bank, ja. Und dadurch entstand bei mir so eine Art Tempelatmosphäre, ja. Einweihung in das Eloysische Mysterium. Der Bildung und der Erotik gleichzeitig, nicht wahr? Weil die Mädels haben von mir abgeschrieben. Ich habe das gewusst, ne? Und die haben von mir abgeschrieben. Und ich habe mein Tribut genommen dadurch, dass ich unter der Bank ihre Beine, ja, erforscht habe. Eine Hand in der Mathematik, ne? Andere Hand am Knie. Ne? Und das fand ich höchst erotisch. Und es ist auch so, meine Damen und Herren. Später als ein Rentnerphilosoph kann ich verstehen, das ist das Geheimnis der Erotik. Ne? So Gefahr, ja, Gefahr, ja. Dass man enthüllt wird und trotzdem das zu wagen und gleichzeitig einen Rahmen, später als Künstler, Lebenskünstler, muss man diesen Rahmen selbst setzen. Das heißt, man darf die Sexualität, ja, nicht grob werden lassen als irgendeine, you know, mechanische Angelegenheit oder triebhafte Angelegenheit. Das zerstört
die Zartheit der Seele. Ja? Man muss äußerst feinschmeckerisch die Umstände wählen, ja? In denen man sich dann aus dieser erotischen Ferne, ja, in die haptische Nähe, Haptik, ne? Ich weiß, die Berührung, ne? Das Materielle, das Grobe, das Stoffliche ist immer in der Nähe, ne? Ist berührbar, messbar, quantifizierbar. Deswegen ist unsere Wissenschaft absolut auf Abwege geraten, dadurch die Naturwissenschaft, dass sie sich konzentriert hatte nur auf das Messbare, Grobe, ja? Und hat vergessen, dass alles, was wir messen, auch eine Seele hat oder mindestens eine Information in sich trägt, die eine Art Software-Wolke ist. Also, Geometrie. Geometrische Schreibarbeiten waren schwierig. Da musste ich zwei Hände gebrauchen, um den Lineal und den Bleistift und so irgendwas auf dem Papier zu zeichnen. Ne? Dann konnte ich meine schöne Zarte auf der linken Seite, war sie immer mit der linken Hand nicht, untersuchen, was für eine Kurvatur zum Beispiel das Mädchenknie hat, ja, unter der Minirocke, meine Damen und Herren. Die sind klare Beweise, dass Archimedes völlig auf dem Holzweg war. Daneben war das weibliche Knie, das mädchenhafte Knie, hat völlig andere Geometrie als, ein Dreieck oder ein Viereck, Pythagoras, also das alles daneben, vollkommen daneben, Anfang des Untergangs der europäischen Geschichte, dass ein Pythagoras-Satz über Dreiecke gemacht wurde, ne? Und nicht ein herakleitischer Satz über das Mädchenknie. Wenn die Geometrie angefangen hatte mit Herakleitos, der eine Art, sagen wir, Quantenrechnung oder eine Art Differentialrechnung über die Krümmung des weiblichen Knies gemacht hätte, würde sich die europäische Zivilisation in völlig andere und nämlich erotische Wege bewegen. Und das musste ich alles selber nachholen. Ich kann nicht alles machen für euch, Leute. Habe ich versucht. Lange Jahre, Mädel auf der linken Seite und Geometrie und Grammatik und Arbeiten mit dem Stift auf der rechten Seite. In der Stilistik war ich absolut hervorragend, weil wir hatten sowas wie Stil. Ich glaube, das verloren gegangen ist bei der heutigen Jugend. Wir hatten also Muttersprache, nicht wahr, Tschechisch oder Deutsch. Müsste das in der Schule auch hier haben. Also einfach Stilarbeiten. Also eine ganze Stunde schreiben auf ein Thema, ja, über ein Thema. Ich war nie fertig. Ich habe extrem lange Geschichten geschrieben. Und logischerweise, wenn man also ununterbrochen eine Stunde schreibt, als ein junger Typ, dann macht man irgendwann einen Fehler, einen Grammatikfehler. Und die Grammatikfehler waren bedeutet, aber bei uns waren eben die Stilistik war auch benotet, also erste Note Stil, zweite Note Grammatik. Ich hatte immer 1,5. Ne? 1 war hervorragend, bestens die stilistische Arbeit, große Geschichte geschrieben über etwas. Oder Essay. Ne? Und natürlich, die Lehrerin musste mir den Heft rausnehmen und da war nur noch der letzte Strich, weil ich schrieb zur letzten Sekunde und da sind statistisch sicher Fehler, grammatikalische Fehler gewesen. So, diese schöne Zeit endete ab dann, als ich Abitur gemacht habe. Abitur habe ich auf Deutsch gemacht, also Pflichtfächer waren Mathematik und Tschechisch. Ja. Wahlfächer waren Biologie und Russisch, Deutsch, was noch? Chemie. Ich habe dann Russisch und Deutsch genommen, weil mir die Wissenschaft, die Naturwissenschaft kam mir so ein bisschen alles zu grob, ne? Zu handfest. Ne? Englisch konnte ich auch schon, arbeitete als Leiseleiter dann und bekam von den Touristen, vor allem aus Amerika, weiß ich nicht warum,
immer seltsame Bücher zugesteckt, ja, als ob irgendwelche Boten geschickt worden sind, wenn ich da in der gotischen Kathedrale stehe und erzähle über ja, die Architektur der Gotik, was es bedeutet, dieses Streben zum Himmel. Und über unsere berühmte Zeit von Prag, die Gotik, ne, Karl IV., Karls-Universität, Karlstein, die Karlsbrücke und die Veitsdom-Kathedrale oben auf der Burg, Hochgotik. Ne. Kommt zum Beispiel ein Tipp und schiebt mir ein Buch, sagt, ich denke, ihr seid Herr, ihr seid bereit für diese Wahrheit. Ich nehme das nach Hause im Rucksack, ne, und öffne das dann. Und da steht Book Number 4, AAA White Brotherhood, Magic, Aleister Crowley. Du, 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 du. Oder ein anderes Buch, Paperback. Master has gone on the mount, whereabouts unknown. Alan Watts, Introduction to Zen Buddhism. Meine Damen und Herren, da seht ihr, schon sogar aus Amerika kamen Boten zum Pavlos Heros auf die Prager Burg, um ihn die extrem widersprüchliche Quellen des Wissens zu öffnen. Ja? Einerseits die härteste Gnosis, ja? Die härteste schwarze Magie von Aleister Crowley. The evil man, ne? The wickedest man of them all, called, ne? Der schlimmste von allen, Aleister Crowley, Sexualmagier, und auf der anderen Seite, Alan Watts, Zen Buddhism, Detachment, ne? Befreiung von allem, ja, in Zen, ja. Nur in den Bergen nach den Kräutern suchen, atmen, gehen. Wenn du gehst, dann gehe. Wenn du sitzt, dann sitz. Ne? Wenn du schläfst, dann schläfe. And nothing else. Und dazu Black Sabbath, Uriah Heep. Deep Purple, yes. Okay. Nice, Genesis. Und dann in der Schule immer die schönen Frauen an der linken Seite. Also, das ist Romantik pur, ne? Erotik, Romantik pur, ne? Am Kampf, Argon. Die Einweihungen in die Ekstasen des kosmogonischen Eros, die ich später dann studierte in dem berühmten, unbekannten und wichtigsten Werk meiner Studien, Geisterswerte Sache der Seele von Ludwig Klages, ne, an der Uni Konstanz. Neben dem, dass ich Einweihung in Stuttgart gemacht habe in die anthroposophische Meditation und Erkenntnistheorie im Forum 3 dann, ja, in der Stuttgarter Straße dann um. Dann war diese Phänomenologie von Ludwig Klages neben dem fundamentalen Werk von Nietzsche, ne, und Heidegger waren die maßgeblichen Bücher für mich, ne, und der kosmogonische Eros, ja, den Klages beschreibt und Nietzsche ihn auch berührt und Heidegger auch, kann erlebt werden in der Ekstase der Seele, wenn die sich befreit von den Schranken der Routine, ne, entweder im Sport, auf dem Fahrrad, auf den Skiern, im Tennis oder beim Laufen oder Schwimmen, dann in dem geheimnisvollen Erstaunen über die großartigen Formen und Größen der Natur, in den Wäldern, in den Bergen, ja, an den Meeren, in Stürmen und so weiter. Da, 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 da.
Das hat auch Schopenhauer erkannt, na, das ist das Erhabene. Die erhabene Ekstase, wo uns unsere Existenz unter dem Sternenhimmel der Nacht, ne, irgendwo dort, wo hoch in den Bergen, wo, die, wo der Himmel so strahlt, ne, wir erstaunt sind, ne, geschockt eigentlich. Und dann in der erotischen Liebe, ja, und in der Kreativität des Kunstwerkes, das ist alles Ekstase des kosmogonischen Eros. Und das habe ich in den Ansätzen im Sport und in der romantischen Liebe der Jugend und in der Science-Fiction-Literatur und in diesen Büchern von Aleister Crowley und Alan Watts, ne, habe ich alles genossen ohne die Störung der Außenwelt, weil ich hatte dann nur so, sagen wir, 10 Bücher, ne, und die Welt war ruhig, es gab kein Fernseher und so weiter. Okay, und dann kam die politische, der Einfluss der Politeia, der Polis, ne? Den nämlich die politische Situation hat angefangen, mich nachzujagen. Als ich nämlich als Star mit den Amerikanern und mit den Deutschen als Reiseleiter gearbeitet habe, dann haben die Genossen irgendwo bemerkt, dass ich wirklich gut bin in Englisch und Deutsch, ne? Und haben angefangen, mich als Dolmetscher einzusetzen bei wichtigen Gästen, ja, aus dem Westen, wenn sie gebraucht hatten, dass die wirklich kapieren, was gesagt wird, ne? Oder dass sie jemanden haben als Assistenten, wenn sie uns besuchen, der für sie interessant ist, ne? Weil ich also Privatdolmetscher und Assistent von VIP-Gästen, ja. War lustig, ne? Ich, ein Jüngling, Fechter, D'Artagnan, Aramis, Winnetou, Old Shatterhand und Abenteurer, wohnte dann Ende der 70er in der Villa bei der Dana, die ihr seht, die war Skilehrerin, ne? Ich war auch Skilehrer. Wir haben uns getroffen in den Bergen, in der Riesengebirge, im Spindlermühle. Das ist heute der Davos von Böhmen. Nobel Skigebiet, wo heute nur die Reichen sind. Aber damals, in meiner Zeit, wo ich Skilehrer dort war, ein Jahr war ich Hausmeister in dem Hotel, in einem Hotel Montana, für internationale Gäste, wo sie mich wieder wegen der Sprachen angestellt hat, der Hausmeister. Ich habe die Glühbirnen gewechselt und mit den Girls aus Holland und aus, was weiß ich, Dänemark, die zu uns viel gekommen sind und manche deutsche Späße, ja, getrieben, ja. Kommen Sie bitte schon mal, meine Glühbirne ist kaputt. Ich komme ein, ja, selbstverständlich, ich steige hoch, gleich einen Leiter, Glühbirne. Die Mädels stehen unten und lachen und sind im Urlaub. Ihr könnt euch vorstellen, was das alles mit sich bringt. Na? Gut. Und dann tagsüber Skifahren, weil ich hatte immer nur Morgendienst und Abenddienst. Und Nachmittag war frei zum Skifahren. Da kommen wir zu einem wichtigen Thema, Skifahren. Ich war Skilehrer auch hier in Konstanz an der Uni. Die ganzen Alpen gesehen. Ski Hazel überall. Ja, okay, da sind wir gefahren wie die Irren jeden Tag. Und als ich Hausmeister war im Hotel, dann bin ich mit den einheimischen Jungs gefahren, die ja ganz anders fahren als die Skilehrer. Die scheißen auf irgendwelche Kurven und die fahren gerade raus nach unten, weil sie keine Zeit haben, hier zu arbeiten. Auf den Hütten da oben. Ne? Ja, dann habe ich das gelernt, ordentlich. Und dann habe ich Dana kennengelernt, dank meinem Skifahren. Ne? Ich bin dann mal gefahren, als ich schon Skilehrer war. Und da war mir das alles zu wenig, die Piste da rein zu wenig. Ich bin direkt unter dem Lift gefahren, ne? Im Tiefschnee unter den Sitzgondeln, ne? Unter dem Lift, ne? Sessellift, unter dem Sessellift. Und sehe da, da ist eine
mein bekanntes Gesicht, ich halte an. Diese Frau kenne ich doch, das war eine, vom, die ich schon kannte von der Uni. Und ich sage, hallo, hallo, hallo. Und hinter ihr fährt noch eine superschöne, eben die Dana, ja. Weiße Pullover, blondes Haar, schicke Skihose. Und ich frage, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ja, wir sind da unten im, in einem Sporthotel. Ja. Okay, ich komme vorbei. Ich wohnte auch unten, allerdings in bescheidenen Verhältnissen, in so einer... In so einem Baukasten, wie auf der Baustelle, findet man solche Bauwürfel für die Arbeiter. Wir hatten solche Würfel dort verteilt für die Skilehrer. Wenn man da nachts Glas Wasser auf den Boden hinstellte, war morgen gefroren. Also ich habe da Dana besucht, na und das war einfach Romantik auf den ersten Blick, richtige Ski-Hustle, Skilehrer-Szene, ja, tanzen die ganze Nacht, Disco. Nächsten Tag fahre ich auf der Piste, sehen die stehen da, wie typische Skilehrergruppe und der Skilehrer, immer die Skilehrer machen die schönsten Girls an, das ist ganz klar, und er hat ja da große Reden gehalten, ah, da müssen wir Umsteigetechnik lernen und auf den rechten Ski und dann Gewicht verlagern und Skistockabstoß und linken Ski beisetzen in der Linkskurve und so. Und ich fahre vorbei und ich war schon so weit damals, jeden Tag 6 Stunden Skifahren, also Wahnsinn über Jahre. Dann bin ich einfach umgekehrt extra gefahren, also gerade umgekehrt. Rechte Kurve nach rechts auf dem rechten Ski, linke Kurve auf dem linken Ski. Und das andere Bein anheben, ja, und so weiter, ne. Und da, und fahre da vorbei, halte an und sage da so provokativ, naja, aber es kann auch anders gehen, ja. Und er sagt, erstellen Sie bitte schön nicht meine Stunde. Und ich habe gesagt, ja, ich wollte nur wegen der Stiltechnik, da war ich schon ganz schlau, ich war immer ganz schlau. Und frech, ja. Ich sagte, wenn man wirklich Rennen fährt, ja, zwischen den Stangen, da kann man nicht einfach stur eine Technik fahren. Da muss man umsteigen und plötzlich ist es notwendig, dass man die Kurve auf dem Innenski fährt, sonst verliert man den Track, ne, die Spur. Ho, ho, ho. Die Girls haben gelacht, weil sie schon wussten, dass ich mit der Dana gestern getanzt habe. Und hat gesagt, also bitteschön, der Schüler sagt, Sie machen hier große Schultern, ja, passen Sie auf, ne, dass ich und so weiter. Ich habe gesagt, ja, ich mache keine große Schulter. Ich sage nur, wer kann, der kann. Wenn Sie das probieren wollen, dann zeigen Sie, dass Sie ein starker Typ sind. Dann fahren wir jetzt von hier, wie die Einheimischen. Die Einheimischen hier, die sind keine Skilehrer, ja. Und die fahren von hier bis nach unten, Schuss, direkt, fertig, keine Kurven. Weil das ist halt, wer kann, der kann. Und jetzt konnte er sozusagen nicht mehr ausweichen. Ne? Dann gesagt, okay, dann fahren wir. Dann sind wir gefahren, aber das war wirklich 45 Grad Hang, ja. Ziemlich lang. Die Geschwindigkeit enorm, Schussabfahrt. Ne? Und unten war so ein kleiner Gegenhang, ja. Weil das war parallel zu einer Skisprungschanze. Ja. Man könnte sich vorstellen, dass man also eine Skisprungschanze, dieser Winkel, ne, wo die da landen, dass man das nach unten fährt, volle Geschwindigkeit. Und dann der Übergang aber ziemlich scharf war. Er war nicht graduell in eine Gerade, ein bisschen Gegenhang. Und an dieser Stelle musste man sich nach vorbeugen in den Skischuhen. Sonst war der Druck enorm und man hat das nicht gepackt und hat einen auseinandergeworfen. Ich habe es ja getan, oft, ich habe es gewusst, er nicht. Also dementsprechend war er überrascht und hat seinen Balance verloren und Halt verloren und fertig war er. Ist er gerollt, ne, wie ein Hund am Eis, ne, noch ordentliche 30 Meter hat er da so seine Kreise gedreht in der Horizontale. Ich habe gesagt, ja, leider. Wer kann, der kann. Ne? Das war mein Sieg. Ne? Und dann hat Dana mich besucht, jedes Wochenende. Und dann im Frühjahr sind wir zurück nach Prag in ihr Haus, ne? Wo ich also
dann, wie ich das schon sagte, mein Papa war der Flieger und hat eine schöne Dachzimmerwohnung und wir haben dort unsere Späße gehabt. Und ich habe immer, jetzt kommen wir zu der wirklichen Sache, der Flucht. Ne? Da haben wir so geguckt, ne? Ich war da ziemlich oft auf der amerikanischen Botschaft zu Gast. Ne? Die hatten eine Bibliothek, das ist unter der Prager Burg, ein großes Gebäude, so in der Region, wo es auch die deutsche Botschaft gibt, ein großes Areal, das sind so, unter der Prager Burg gab es ja Paläste für die Adligen, ne? Seit der Renaissance, große Paläste und Barockzeit auch noch. Und diese Paläste sind heute oft als Botschaften, ja, umstrukturiert. Ein großer Palast ist die deutsche Botschaft, ne? Direkt unter der Burg, wo bekannterweise vor dem Fall der Mauer haben viele DDR-Flüchtlinge die Prager Botschaft besucht, haben dort gelebt in Zelten. Da war der Genscher auf dem Balkon, nicht wahr? Er hat versprochen, dass er politisch verhandelt mit der tschechischen Regierung und dass es einen Zug gibt und die Deutschen können ausreisen, die DDR-Deutschen, in den Westen. So ähnlich war gleich nebenan, so in der Nähe, amerikanische Botschaft. Und dort war ich in der Bibliothek, natürlich aus einem anderen Grund. Ich wollte nicht emigrieren. Ich wollte Science-Fiction-Literatur lesen und die gab es nicht in der Uni-Bibliothek, die neueste. Da bin ich da in die Bibliothek gegangen und da habe ich mir die Bücher ausgeliehen. Und übrigens war da auch eine schöne Frau, Bibliothekarin, ne? Mit der ich so meine Späße hatte, so ein schönes Flirten. Sie war gebildet, sie war eine Tschechin. Vielleicht war sie auch beim Geheimdienst, weiß ich nicht. Und gegenüber war die Polizei natürlich. Die haben jeden, der da reinging, zigmal fotografiert und saßen da permanent. Die hatten da so einen Bunker da. In gegenüber, über die Straße im Haus, hatten sie ihr ganzen untersten Stockwerk besetzt. Und da hatten sie ihre Kameras, ihre Ferngläser und so weiter. Und ich bin da oft gewesen, habe diese Bücher gelesen. Dort oder sie ausgeliehen, die Amis haben mich sogar eine Zeit lang gedacht, dass ich dort einen Job bekommen könnte, weil ich war junger Sportler, easygoing, friendly, English speaking, sportsman, and they wanted me as a teacher for sports education. Wollten, dass ich dort einen Sportlehrer mache, die hatten eine Schule dort, ne, für ihre Kinder. Und dann kam das Geheimdienst auf mich zu. Schon mehrmals. Als ich mit den Touristen gearbeitet hatte. Denn ich habe immer die Leute zum Beispiel an den Flughafen abgeholt, im Bus. Ne? Von der Reisegesellschaft, da kam eine Gruppe von Touristen aus Amerika oder was weiß ich, aus Japan oder aus Deutschland, was auch immer. Egal wo. Und ich habe die in den Hotel gefahren als Reiseleiter und habe denen erzählt, das ist das und das und das. Und morgen treffen wir uns um 9 Uhr und machen eine Stadtrundfahrt. Hatte ein Mikrofon und habe gequatscht und gequatscht. Und als wir in das Hotel kamen, dann kamen die Mafia kam, die Gelder, die das Geld gewechselt hatten, Schwarzgeld. Und haben gestaunt, also, bist du ein Idiot oder was? Deine Leute haben kein Geld gewechselt im Bus. Bist du ein Depp oder was? Ich habe gesagt, was? Ist mir egal. Ich bin ein Reiseführer, ich bin kein Geldwechsler. Ne? Und die haben das einfach dann gemacht. Ne? Die haben das Geld gewechselt. Weil es war natürlich jeder, der mit den Touristen gearbeitet hatte, hatte die Chance, echt große Kohle zu machen, ja, wenn er das Geld gewechselt hat. Aber jeder, der das gemacht hat, war ja natürlich unter dem Druck vom Geheimdienst oder von der Polizei, die das erlaubt hat. Manchmal denke ich sogar, dass die Prozente bekommen hatten, ja, weil ich habe diese Leute gesehen, die da kamen zu unserer Touristengruppe, als ich auf der Burg war oder so, und haben gesagt, tauschen, tauschen, tauschen. Und hatten einfach solche kleine Portemonnaies mit hunderte Scheinen, mit den blauen hunderte Scheinen, 100 deutsche Mark, ja, und haben gewechselt rund um die Uhr. Ne?
und haben sich gar nicht versteckt. Also das konnte nur gehen, weil sie mit dem Wissen der Polizei das gemacht haben, weil das war verboten. Und sie haben manchmal gesagt, komm, wir trinken hier ein, wir zeigen dir, wie du das machst. Und ich habe gesagt, nein, 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 ich interessiere mich für die Barockzeit, meine Damen und Herren, für die Malerei und für die gotische Architektur und nicht für euer blödes Geld. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen Extremist war in diese Richtung, weil nach Nietzsche gesagt, der Geruch von Dekadenz hat mich immer abgestoßen. Ja. Nietzsche war ein sehr sensibler Typ, das er schreibt da, wenn in meine Nähe etwas Dekadentes kommt, dann schlechte Luft und die Innereien spüre ich. Physiologische Ekel empfinde ich, wenn ich den Raum teilen muss mit einem dekadenten Menschen. Ja. Ekel, 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 dreifach Ekel, ruft er im Zarathustra aus. Ne? Zarathustra, ja, so, sprich Nietzsche, ruft aus. Der kleine Mann kommt immer wieder. Ja. Also diese schleimigen Typen, ja, die Sophisten der modernen Zeit, die Schwätzer ohne ritterliche Grundlage. Ja. Also ein Schwätzer, der ein Künstler ist, der ein Barde, ist was anderes, wenn er gleichzeitig ein Ritter ist. Also, aber ein Schwätzer ohne Ritter zu sein, ne? Und ohne poetisch zu schwätzen, das ist ja eine Katastrophe. Ja? In seiner Nähe muss ein Ritter der Seele und des Leibes einfach Ekel empfinden. Und das Erste, was man machen muss, weg, weg, weg von diesen Menschen. Ja? Egal, um jeden Preis weg. Also ich habe mit dieser Szene wirklich nichts zu tun gehabt und manchmal sogar, wenn besonders die Deutschen, ja, die kamen nach Prag, um Bier zu saufen, ja, sagen wir, junge Typen und so, und haben diese Stadtrundfahrt gemacht, ja, halt, um zu gucken, ja, um zu sehen, wo die Bierkneipen sind und um Girls anzumachen. Und ich habe ihnen Geschichte und 30-jähriger Krieg und Reformation und Johannes Huss und Romantik, ja, und Franz Kafka und dann Turin und da. Und nee, die haben das gar nicht interessiert. Dann habe ich es manchmal absichtlich anders erzählt. Ja. Ich habe zum Beispiel die Protestanten den 30-jährigen Krieg gewinnen lassen im Jahre 1621, die Schlacht am Weißen Berg. Ja. Dann wurde Friedrich von Pfalz, der Winterkönig wurde nicht nur Winterkönig, sondern auch Sommer und Winter und Sommer und weiter. Der wurde zum König von Böhmen, habe ich erzählt. Und Böhmen wurde dann zu einem protestantischen Königreich ohne Gleichen. Und alle Protestanten sind zu uns gekommen. Und das war eine Hochburg der Freiheit. Und das hat bis heute... Oh, die haben das alles gefressen aus der Hand, weil sie sich dafür nicht interessiert hatten. Und dann, als ich fertig war, dann wollten sie mich eine D-Mark geben, also als Trinkgeld. Ich sagte, lassen Sie das bitte schön. Ich interessiere mich für Geschichte, Kunst und Abenteuer und nicht fürs Geld. Ja, da haben sie geguckt. Ne? Aber das ist mir gut bekommen, weil dann, als mich das Geheimdienst gewinnen wollte, ja, das kommt jetzt der interessante Part. Pause.